So, hallo Freunde, ich bin's, Micha, Autoaktiv. Wir sind heute Morgen relativ früh in den Urlaub aufgebrochen und sind angekommen. Wir haben jetzt 18.30 Uhr, haben ausgepackt und sind in Lothringen in La Thulie. Ja, in den Vogesen. Wir sind hier zum Wandern, zum Essen. Zum Gutessen selbstverständlich und zum Trinken. Auch gut trinken, auch das muss sein. In der Gegend ist auch Munster, da kommt der gute Munsterkäse her. Gut, ich will jetzt nicht so viel erzählen. Wir werden schon genug zu essen bekommen. Okay, wir sind angekommen und in den nächsten Tagen gibt es ein paar Wanderungen. Wir werden uns Colmar angucken und eventuell, wenn es ist relativ weit, Straßburg. Aber Colmar und dann so ein paar kleine Weindörfer. Die Namen reiche ich mal nach, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Soll schön sein, gucken wir uns an. Okay, ich zeige euch mal kurz die Hütte. So, das Ding haben wir uns gemietet. Kostet jetzt für die 10 Tage 600 Euro, also 60 Euro am Tag. Es könnten 4 Personen drin pennen. Da gehen wir rein. So, der erste Kaffee schnurrt. Es wird Kaffee gekocht. Die Küche, die Fernsehecke, Sitzecke, Lümmelecke. Da geht's runter zu den Schlafräumen, Bad und Toilette. Schöne Gartenecke. Ein Grill steht auch da vorne. Also alles vorhanden, was man braucht. Das Einzige, was ich übersehen habe, ist, im Preis waren keine Handtücher drin. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, stand auch keine Handtücher vorhanden. Ja, die Frau hatte mich noch gefragt, sind Handtücher im Preis? Sind welche da? Na klar, habe ich gesagt, logisch. Leider nein. Gut, müssen wir morgen früh los, ein paar kaufen. Schauen wir mal. Okay, das war's erstmal. Wir packen aus weiter und Bierchen ist kalt gestellt. Ciao. Grande Cascade des Tendons. Okay. Und die gehen wir jetzt besichtigen. Da runter. Auf geht's. Hier haben wir lauter Esskastanien. Halteverbot. Wer das nicht macht, dann rappelt's. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Steht bei den Schildern immer bei. Rappel. Wir machen uns mal schlau, was es dann wirklich bedeutet. Ja, sind dann heute mal zur ersten Tour aufgebrochen. Kleine Tour. Waren heute Morgen einkaufen. Das war ein Schauspiel, Leute. Das sage ich euch. Hätte ich mal filmen sollen. Ich hatte die Kamera leider nicht mit. Wie habe ich gesagt? Auf Englisch. Egal, es war jedenfalls ordentlich was los, so was habe ich noch nicht gesehen. Auf Montag, morgen sage ich mal, 10 Uhr, halb 11. Man hat sich mehr oder weniger durch den Supermarkt durchgedrängelt. Eine Schieberei. Und der war nicht klein. Gut, genug gejammert, weiter geht's. Wir wollen zu den Grande Cascades. Tja, jetzt habe ich wieder vergessen. Habe ich eben schon mal gefilmt. Tout de Dong oder so ähnlich. Jo, wie auch immer, da gehen wir hin. Und da könnt ihr mitkommen. Wenn ihr Bock habt. Kommt mit und schaut es euch an. Ich werde allerdings ein paar Fotos machen. Und entspannen. Auf geht's. Schon die Verrückten rum.
Das scheint mir eher wie eine Fischzuchtanlage zu sein oder gewesen zu sein. Oder auch ganz was anderes. Hier gibt es einen Rastplatz, kannst du sitzen. Feuer machen. Ja, da hinten ist ein Haus. Da unten ist der Teich, den wir gesehen haben. Da draußen hast du dann das Wasser tröppeln. Privat darf man nicht hin. Entree? Nee, da nicht. Ja, gut. Ja. Kannst dich ruhig mal hinsetzen wahrscheinlich. Da wollte ich mich jetzt hinsetzen, und wollte mir eine rauchen. Ja, dann mach das doch. Ist doch weit und breit kein Mensch hin. Genau, wir widersetzen uns sämtlichen Regeln. Die hat mir mein Opa schon immer gegeben. Gell? Das ist die von meiner Frau. Ja. Ja, schöner Teich hier. Dahinter scheint nicht bewohnt zu sein. Wobei es so gar nicht so ganz runtergekommen ist. Eine Esskastanie. Hängt dann was dran? Ah ja, ein bisschen was ist, ne? Ja. Ja, dann machen wir eine kurze Pause. Innen runterkommen, der Stall, ja. Schön großer Tisch und Bänke. Ja? Mhm. Gut reingucken werde ich da nicht können. Tja, das war einmal hier. Gut. Da noch so ein Waschbecken. Riecht trotzdem nach Kühe. Ja, ja. Ja, ist ja tatsächlich noch Stall hier. Die werden halt hier rumgetrieben hier, ne? Die Weide hier. Da hoch. Das ist noch eine Weide da. Ein Weg da. Ja, ja, nicht. Staffelzahl 30. Wohin war 31, oder? 34. Okay. Wobei, da steht ja noch was hinter. Noch ein Zeichen. Was immer das ist, wir wissen es noch nicht. Noch nicht. Der Wald mal irgendwo ein bisschen öffnet, dass man mal ein bisschen Ausblicke hat. Das ist immer der Nachteil bei so einem Waldweg hier. Es war schön schattig, aber keine Aussichten. Was seht man? Bäume. So ein bisschen kann man da durchgucken, aber minimal. Da kann man ein bisschen durchsehen. Aber es wird hoffentlich noch besser. Da auch, da oben so. Da ist das Fermo-Berge. Hatte ich noch gebettelt nach Aussicht? Da ist sie. Ja, hier hat man eine ganz nette Aussicht. Irgendwo da unten runter müssen wir noch. Da gibt es noch einen kleinen Wasserfall irgendwo. Vielleicht der Weg da unten. Wer weiß, da. Ich glaube, es
und dass dann da wieder die Richtung zurückgeht. Ja, jetzt machen wir kurz Trinkpause. Entspannen ein bisschen und dann geht es gleich weiter. Muss man auch mal genießen. Wo guckt man jetzt hin hier? Welche Richtung ist das? Da sind Stimmen, genau. Ein bisschen filmen oder fotografieren. Ja, das ist. Wolken kommen von da. Da ist dann da Westen wahrscheinlich, ne? Norden. Okay. Meter waren wir dann jetzt mal. Irgendwelche alte Mauern hier. Und wenn man sich das so anguckt, scheint das ganze Platz hier eingezäunt gewesen zu sein, oder? So, als wenn hier rundherum so eine Mauer wäre. Links und rechts ein wenig von den Steinen noch zu sehen. Das war früher eine Straße, war, die von A nach B geführt hat. Da liegt doch Mist, hier treiben sie bestimmt Tiere hoch. Ja, könnte ich mir vorstellen, ja. Da, die dicken Pilze am Baumstamm. Ich glaube, man kann es nicht genau erkennen, aber es geht hier ordentlich abwärts. Schaut mal gerade. Einigermaßen gerade. Den steilsten Teil haben wir gleich geschafft, so wie es aussieht. Was ja nicht schlimm ist. Besser so runter als rauf. Oh, hier kommen jetzt wieder Schilder. Genau. Von der Grande Cascade kommen wir jetzt gerade und zur Petite Cascade wollen wir und dann geht es hier weiter. Da ist auch wieder so ein komisches Ding da. Das da, wenn wir noch rauskriegen, was es ist. Sieht aus, als wenn das ein Männchen wäre, der einen Rucksack auf dem Rücken hat. Vielleicht so ein Schmugglerweg oder so. Gut, und jetzt geht's da weiter. Aber eine coole Ecke hier. Schön bemoost. Ein verwunschener Wald. Man hört das Flüsschen rauschen. Mal gucken, wann die Kaskaden kommen. Ich glaube, der Weg geht eher da lang. Und du wolltest mal Wasser, sagst du. Hast ja recht. Das sind jetzt die Kaskaden hier. Monster, ne? Nee, ich glaube nicht, das kommt noch. Steht aber nicht. Steht bestimmt dran. Ja, äußerst natürlich, sind aber noch nicht die kleinen Kaskaden. Ganz schön schummrig hier. So dicht von oben her, dass kaum Sonne durchkommt. Hier schön quer durch das Wandkitz. Ist ja kaum, wenn man keine Brille auf hat. Richtung geändert. Ja, den haben wir von da oben gesehen, den Turm da. Sind sie. Ein kleiner Blaubeer. Kleinen Kaskaden. Und schon ist was los. Ne? Schon laufen wieder Leute. Der geht rum.
Zum Glück kommt man heute immer mit dem Auto hin. Das ist praktisch. Da brauchen wir nicht so viel laufen. Wir machen es aber. Und zwar jetzt in die Richtung. Kommen wir wieder zurück zu den großen Wasserfällen. Circa 1,8 Kilometer stand dran. Gut, und dann geht's mal los. Da unten. Ja. Nee, also ich meine, ob der Weg da lang geht, weiß ich nicht, aber da geht ja ein Weg lang, deswegen gehen wir den. Das weiß ich nicht, natürlich ist ja ein Weg, aber ja. Ich meine, es gibt dann hier Hänsel und Gretel, verehrten sich im Wald. Ja, ist doch ordentlich was los hier. So, der Braunkaskad und ordentlich was los hier. Das war unsere erste Wanderung zu den Grand Cascades und Petit Cascades. Ja, war ganz nett. Für den ersten Tag schon mal ganz ambitioniert. Das lässt sich steigern. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, ein paar Kommentare. Und wir sehen uns ja dann wahrscheinlich demnächst aus Frankreich, aus den Vogesen. Gut, bleibt gelassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Micha. Hier müssen wir noch hoch, aber wir sind gleich da. Dann gönnen wir uns einen schönen Wein und ein schönes Bierchen und genießen das Leben. Tschüss.